Hallo und herzlich willkommen zur 191. Folge von Project in Stable 3. Mir wurde jetzt gesagt, dass es an was anderem liegt. Und zwar, mit warum wir die Dinge nicht machen konnten hier. Ihr wisst schon. Und zwar haben wir eine Potion of Instant Healing mit der Sub-ID 16.181. Die Originale hat aber 8229. Das heißt, wir haben einfach nur eine falsche Healing Potion. Angeblich. Wir testen das mal. Ich glaube, da brauchst du diese Glittering Melon, genau. Melon, ich habe keine Melonen. Okay, wie bekommen wir Melonen? Das ging doch irgendwie mit Botania. Im Notfall Amadron. Mensch, das Teil. Ging das nicht mit Botania? Okay. Amadron. Es hat kaum noch Druck drin. Verdammt. Okay, Chest. Emeralds. So. Das Ding ist nicht mehr an irgendwas angeschlossen mit Druck, ne? Hier, die Dinger sind mir hochgegangen. Also mein Computer hat immer wieder versagt, was ich sehr, sehr interessant finde. Was haben wir hier für einen Druck? Okay. Moment. Einmal diesen da. So, dann füllen wir mal ein bisschen auf. Mal gucken. Sollte ja dann eigentlich schon reichen jetzt hier. So. Okay. Dann machen wir dich hier weg. So, stelle ich wieder da drüben hin, weil ich weiß nicht, was hier die Computer dazu bewegt hat. Wahrscheinlich. Es war ja nicht mal ein Crash oder irgendwas. Es war einfach nur mit einmal weg. Der Server war nicht aus, Chunk war nicht entladen, aber es war mit einmal weg. Das war nicht ganz toll. So. Wir packen es einfach mal hier hin. Emeralds rein. Okay. Und ich möchte gerne. Jetzt bitte einmal nicht mehr? Das ist nur so ein zeitbegrenztes Angebot. Toll, okay. Wir brauchen Melonen, die werden wir wahrscheinlich am Spawn haben. Könnte ich wetten. Hier hinten mit. Da sehe ich doch welche, oder? Ne. Da ein paar Melonen. So. Okay, das hätten wir. Ab nach Hause. Gleich sind wir dran. So. Melönchen. Kann auch mal drunter erstmal weg. Ein Niklischen de Meloni. Und dann brauchen wir noch eine sehr komische Potion. Eine Awkward Potion. So. Schwupp, schwupp. Und dann brauchen wir noch einen Glowstone. So, der kommt dann auch drauf. Okay. Das war die eine Sache. Ich glaube, da war noch was anderes. Ich muss jetzt mal ganz kurz nebenbei nachgucken. Ich glaube, es wurde noch irgendwas gesagt worden. Oder nicht. Oder schon. Oder ich habe keine Ahnung. Achso, das eine war nur noch mit. Vor langer Zeit, das wollte ich noch beantworten. Das ist jetzt schon wieder im Endeffekt. Wollte ich eigentlich letzte Folge machen, habe ich dann aber komplett vergessen. Und zwar wurde ich einmal gefragt, warum ich mir die Boots of the Comet und. Wo ist es? Warum ich mir nicht. Wo ist es denn? Warum ich mir nicht Boots of the Meteor oder Boots of the Comet mache. Es ging, glaube ich, nur um Comet. Es stört mich, dass ich Wasser zu Eis mache. Das ist im Endeffekt der einzige Grund, warum ich mir das nicht machen will. Angeblich soll man schneller sein, wenn ich es richtig gelesen habe, aber brauchen wir nicht. Es ist mir so schon zu schnell. Und wie gesagt, wenn ich wirklich noch schneller werden wollte, dann müsste ich einfach nur diesen da machen.
So. Also schon schneller, als mir lieb ist. Also, speedtechnisch brauchen wir eigentlich nichts mehr. Wir haben hier Boots of the Traveler, da ist auch schon Haste 3 drauf. Und wir haben noch den Globetrotter Sash. Also, es sollte eigentlich nichts mehr uns im Wege stehen, hoffe ich. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Potion of Regeneration. Chandelier. Und Wood. So, das Ding ist auch gleich fertig. Okay. Und dann kam noch eine Frage, wo ich nicht unbedingt weiß. Also, es ging darum, wie ich es finde, dass Gronkh wieder mit Minecraft angefangen hat. Weiß nicht, was ich dazu jetzt so großartig sagen soll. Also ich sag mal so, es ist in meinen Augen der einzige große deutsche YouTuber, bei dem man Minecraft noch gucken kann. Das ist also jetzt nicht unbedingt, um vielleicht was zu lernen oder zu erfahren, sondern einfach nur, um einfach mal so, ach Mensch, ich setze mich jetzt hin und höre zu. So in etwa. So. Boah, ich viel zu viel hab. So. Okay. Ja, also so viel habe ich da jetzt nicht zu sagen zu. Ich finde es persönlich schön, weil ich habe wieder was zum Einschlafen, muss nicht mehr irgendwas anderes mir suchen als Einschlafhilfe. Okay, anscheinend funktioniert es nicht ganz so gut. Eigentlich ist hier unten ein Chunkloader. Allerdings scheint es mir, als würden die Chunkloader von Chicken Chunks erst reagieren, wenn man einmal in diesem Chunk war. Kann das sein? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, ich mache einfach mal hier irgendwie. Weiß nicht, ich klatsche es einfach mal hier hin. Es hat einen 64 Blockradius. Das heißt, wenn wir jetzt mal unser wunderschönes Measure Tape nehmen, was wahrscheinlich nicht da drin ist, weil es wahrscheinlich wieder in unserem Rucksack ist. Da, nein, das da. Dann haben wir 28. Mal nach hier. 38, das reicht auch. Und wir gehen einfach mal quer. Jo. Wir haben auch 33. Okay. Also, er kann alles super ausfüllen. Okay. Ich weiß noch nicht, meine Stimme ist in letzter Zeit immer wieder so schnell weg. Ah, es ist schlimm. So. Also, ich räusper mich mal kurz. So. Okay. Magnetorch hätten wir drüben, das heißt, es sollten erstmal keine Mobs mehr spawnen. Ich weiß auch gar nicht, ob es gerade Nacht ist, weil es drüben geregnet hat. Nein. Können wir nicht. Wir können mal ganz schnell. Ich liebe es, dass man Nacht machen kann. Es ist so schön. So. Man will mal irgendwo hingehen und will, dass Tag ist, dann kann man einfach mal kurz das Ritual nutzen. Das ist sehr schön. So, wir haben unseren Iron Pink Slime. Wir haben ein Safari-Netz, ein Reusable. Ich werde das jetzt doch wahrscheinlich wieder beim Master machen, schnell. Ja, ist egal. Okay. Einen Bucket brauchen wir noch. So. So. Und. So. So, das muss ich einfach erstmal im Moment da liegen. Jetzt müssen wir warten. Und wir haben einen Pink Slime. Okay. Jetzt haben wir hier noch 60 Millibytes drin. Das ist sehr schön. So, dann einmal nochmal einen Angel Ring dann auch wegwerfen. Was da? So. Okay. Einmal dahin. Einmal dahin. Es ruckelt noch ein bisschen, aber wir überleben das. So. Okay. Schwupp, 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 schwupp. So, Eile geht runter. Wir nehmen mal das Ding. Ist da Looting mit drauf? Nee, Educational. Okay, wir haben kein Looting. Schade. So, wir brauchen davon ja jetzt ein bisschen.
Wir können übrigens auch mit diesem Pink Slime, könnten wir auch ein Tinker's Construct Crossbow oder irgend sowas machen. Das ist dann sehr, sehr stark. Das haben wir letzte Staffel, glaube ich, erfolgreich getestet. Pink Slime, hier. Wir haben Draw Speed von 1,35 und Arrow Speed von 7,03. Das ist sehr, 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 sehr gut. So. Ich hoffe, ich futter ihm jetzt nicht die ganze Mob-Essence weg. Na gut. Spielt wahrscheinlich eh nicht mehr so. Es sind ja nicht mehr so viele. So, okay. Wir haben 24. Was brauchen wir denn eigentlich? Laser Drill Precharger. Das heißt, wir brauchen 9 mal 4. Ja, dann. Holen wir uns mal 36 von den Dingern hier. So, so, so. 34. 36. Und noch ein bisschen was extra. Wobei ich werde nochmal sammeln. Ich mache nochmal ganz kurz ein bisschen mehr. Hier brauchen wir es nicht. Da brauchen wir nur einen Glowstone Illuminator, was wir. Okay, wir können das überall befüllen. Gut. So. So. Die geben aber ordentlich XP, wenn ich mir das gerade so überlege, ne? Ist das Exact Copy? Nee. Okay. Mit Exact Copy kriegt man ja nur die kleinen. Ich dachte jetzt, man kriegt vielleicht auch größere. Aber vielleicht geht es auch nicht mehr. So. Stirb. Stirb. Okay, jetzt haben wir 50, dann komm, weg. So. Okay. Einmal das rum, komme ich da durch. Da komme ich nicht durch. Also machen wir es wieder kaputt. Guck mal, ich habe sogar ein Miniatur-Retard bekommen. Schön. Ist ja nicht so, als hätten wir schon zig Milliarden. Naja, gut. So. Das kann weg, das kann weg. Das brauchen wir. Und zwar brauchen wir 4. So. Okay. Die müssen einmal gebraten werden. Ne, gebraten werden. Hier hinten. So. Okay. Und ich bin gerade am überlegen. Ist eigentlich nee, oder? Ich weiß nicht, was es kostet. Wir gucken mal nach. Ich hatte gerade überlegt, ob wir die Dingens machen. Heavy Machinery, nee, warte mal, wo das? Simple Machines. Fluid Transport, was ist das? Bottling Machine da. Okay, also wir brauchen im Endeffekt das plus ein so ein Ding und dann noch so ein Ding und Conveyor Belts. Das heißt, wir brauchen, was da steht's? Engineering, also Light Engineering Blocks. Was kosten die denn? Light Engineering Block. Gut, haben wir 2. Steel. Haben wir. Haben wir. Noch übrig? Wir haben noch übrig. Frage ist, wo brauchen wir es jetzt hin? Was wir da hinten hin? So. Haben wir irgendwo Platz überhaupt dafür? Ich möchte das nicht irgendwo einfach hinklatschen. Das ist auch doof. Wir können es mit hier hinten hinbauen, glaube ich, oder? Das ist auch doof. Ich weiß gerade echt nicht, wo ich es hinbauen möchte. Wir haben nicht so viele Immersive Engineering Sachen. Das macht es doof. Haben wir irgendwo hier einen Stromanschluss eigentlich? Da oben. Ich weiß nicht, ob das geht. Muss mal gucken. So. Ich baue es jetzt einfach mal hier hin. Achso, wir sollten vielleicht. Okay, das Doofe ist. Die Items werden nach da hinten transportiert und das ist doof. Wir bräuchten im Endeffekt ein 3x3.
Fläche, die wir gut nutzen können. Wo auch vielleicht Strom ist. Ich baue es jetzt unten hin. Haben wir es halt im Keller stehen. So. Weil ich auch hier nicht weiß, wohin. Strom haben wir hier. Okay, dann machen wir einfach mal, was weiß ich. So. So. Dann, ups, nein, nicht so. So. So, so und so. Und dann brauchen wir jetzt den Engineer's Hammer. Ah, okay. So, wie kriegen wir da jetzt am besten den Strom hin? Es hat oben natürlich einen Power Input, was sehr toll ist. Wir können auch einfach eine Capacitor Bank nehmen, Mensch. Ich mache mir jetzt gar nicht die Mühe, ich baue das Ding dann auch gleich wieder ab, weil. Wozu? So. Okay. Wir brauchen einen Glowstone Illuminator. Und wir brauchen hier einen Tank, den wir da dran schließen. Das heißt, wir brauchen Laser Drill. Glowstone Illuminator. Dafür brauchen wir Illuminated Frame. Hornglass. Kann ich da auf Fused Quartz nehmen? Ja. Fused Quartz, okay. Machen wir einfach mal hier ein bisschen was. 4. Einmal da, einmal da, einmal da und na, einmal da. Okay. Gut. Dann dieses Ding da. Was ist jetzt Kupfer? Ne, was brauche ich dafür? Moment, was? So. Das war so klar. Kenne ich das irgendwie anders? Ah. 10 Redstone, 1 Silber, 3 Copper. Redstone. Silber und wie viel Copper? 3 Copper. Okay, wie viel wollen wir? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 12. So. Ich mach mal 3, 1 und 10. Kann das nochmal da unten mit rein. Und 3, 1 und 10. Und einmal da oben rein. So, das kann auch weg. Okay, damit haben wir schon mal ein bisschen Signal um. Ist etwas. Illuminator, keine Ahnung. So, wie brauchen wir denn davon? Brauchen 4, 5, 6. So. Okay, das sind die Dinger, die wir füllen wollen. Und dann brauchen wir Energized Glowstone. Können Crucible füllen. Warte, haben wir nicht noch so ein Magma Crucible? Haben wir noch. Okay, dann. Glowstone. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Wir brauchen 500. Ein so ein Ding gibt. Ähm. 1000. Das heißt, wir brauchen. 3. Oder? Müsste sein. Dann können wir auch einfach den Fluid Transporter nehmen, den wir haben. Wir brauchen den Bottler gar nicht. Ach komm, ich möchte zeigen. Nein, verdammt, ist da drin. Bleibst du drinne? Nein. Verdammt. Okay, das heißt, wir brauchen nochmal einen Glowstone. Glowstone.
Ich möchte das ja gerne zeigen. Das heißt, wir nehmen Tank. So, füll das mal alles da rein. Lalalalalala. Dürfte ja hoffentlich noch reichen. Das Problem ist, er hat nicht genügend Strom, dass er schön arbeiten kann. Dann klatschen wir mal so ein Ding drauf. Zufrieden. Naja, gut. So, hier drin haben wir jetzt Energized Glowstone. Damit wir gehen nach unten und akquirieren. Und müssen wir, glaube ich, einfach nur, wenn ich mich recht entsinne. Ups. Kann ich es nicht? Doch. Nee. Okay, wir brauchen anscheinend noch ein Conveyor-Belt. Was wir nicht da einfach hinsetzen können. Das heißt, wir setzen mal so hin. Wenn er mich lassen würde. Warum kann ich nicht? Ich will einfach nur ein Conveyor-Belt hinsetzen. Danke. So. Okay. Illuminator. Wahrscheinlich müssen wir es direkt reinpumpen. Stone. Haben wir noch Stone? Wir haben noch Stone. Das bedeutet, wir brauchen wahrscheinlich unseren Liquid Hopper wieder. Lass mich. Nein. Okay. So. Kann ich da drunter? Ja. So, und dann das Ding. Das soll jetzt auch funktionieren, hoffe ich. Ups. So. Ist mir egal. Muss ich das Ding noch als Input konfigurieren oder was? Moment. So. Kann ich da was rumrotieren? Also wenn es mir jetzt zu kompliziert wird, dann lasse ich es sein. Verstehe vor allem nicht, warum. Nee. Kann ich nicht. Okay. Dann habe ich keine Ahnung. Ich habe es jetzt versucht mit einem Input. Ich habe dann keine Ahnung, was er da von mir will. Er nimmt es nicht an. Gut, dann ciao. Ich habe wahrscheinlich wieder irgendwas Kleines falsch gemacht, aber ich habe eigentlich beide Methoden probiert. Einmal direkt dran, einmal mit reinpumpen. Also mit einem konstanten Input, aber es war ihm egal. Vielleicht war der Input auch zu klein. Keine Ahnung, er braucht einen Input von, was weiß ich, so viel Millibuckets pro Sekunde, wie das Ding braucht. So, Fluid Transposer. Nehmen wir halt dich. Wollte mal was Tolles Neues zeigen und dann. So. Das was heißt neu. Ist das richtig? Doppelt. Jetzt, okay. Ich wollte schon sagen. Okay. Wo sind sie denn? Habe ich die weggepackt? Ich habe sie natürlich wieder weggeschmissen. So. Okay. Geben wir vielleicht mal heute noch irgendetwas zusammen. So, davon brauchen wir 8. Okay. Silber. 16 und nochmal 16 Gold. So. Einmal dort hinein. Sieht hier aus, das haben wir fertig. Gut. Ciao. So. Okay. Das kann auch weg. Natürlich fehlen es auch Plastik-Sheets. So. 2. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir haben. Redstone, 7, 8. Okay. Wir. Und das hier noch. Achso, dafür fehlen uns wieder hier die Dinger. So.
Laser Drill. Okay, den haben wir schon mal. So, na dann. Auf in... Ups, nein, so. Dann würde ich sagen, wir begeben uns dann langsam mal auf ins Getümmel. Ich nehme nochmal eine Capacitor Bank mit. Beziehungsweise nicht nur eine. Wir haben noch eine Vibrant. Nö. Oh, ich glaube, wir hatten noch hinten noch welche stehen unter den Steam-Teilen, ne? War es nicht so? Ups. Void Base. Okay. So. Okay, hier haben wir noch 125. Wie sieht's denn eigentlich aus? Ja, wir verlieren Creosote Oil. Okay, also es ist immer noch nicht genug. Wir verlieren sehr, 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 sehr langsam, aber es ist immer noch nicht genug. Wir können es nicht dauerhaft laufen lassen. So mal als kleines Zwischenupdate. Also, ihr braucht mehr als 1, 2, 3, 4, 5, also 3 mal 4, also 12, 24. Ihr braucht mehr als 24 Coke Oven, um diesen Steam Boiler dauerhaft laufen zu lassen. Wisst ihr Bescheid? So, nehmen wir das einfach mal mit hier. Verursacht zwar 10 Milliarden Updates, aber egal. So. Free Charger, Laser Drill. Wo knallen wir es hin? Knallen wir es hier hinten? Nee, also ich weiß nicht, ob es Feuer macht. Hier war auch was drunter. Yep, genau in der Mitte. Schön. Ich wollte mal gucken. Das wäre jetzt sogar aus. Ob wir irgendwo eine Rückkopplung eingebaut haben. Aber eigentlich nicht. Storage Bus Interface. Nee, woanders geht es ja nicht mehr an das Netzwerk ran. Gibt es ein anderes Netzwerk? Da hinten geht's hin. Dort hoch. Aber sonst nicht. Okay. Hat es weiß irgendeine Rückkopplung? Interface, Storage Bus. Interface Storage Bus, das ist nur Forwarding. Hier haben wir Storage Bus, ist auch nicht das Problem. Interface Storage Bus und Interface Storage Bus. Storage Bus Interface, Storage Bus. Achso, es sind zwei Interface. Stimmt, okay, gut, nee, da hat sich erledigt. Dann ist das auch kein Forwarding. Nein! Das waren 25. 25 Millionen RF, einfach mal. Ich glaube, wir brauchen eine neue Vibrant. Verdammt. Toll. Wieder super hingekriegt. Hart verdienten Strom einfach weggeworfen. Hier haben wir aber auch kein. Hier hinten am Anschluss auch nichts. Nee. Dann habe ich keine Ahnung. Ich hatte jetzt gedacht, vielleicht habe ich hier irgendwas gebaut in letzter Zeit, was irgendwie eine Dauerschleife erzeugt hat, aber nö. Storage Bus Interface. Die beiden sind komplett getrennt. Keine Ahnung. Das war jetzt meine letzte Vermutung noch, dass es vielleicht daran irgendwie liegt, aber dann müsste ich ja hier auch nochmal Interface Storage Bus haben. Das habe ich nicht. Na gut. Okay. Storage Bus? Ne, Interface. Ich komme schon komplett durcheinander mit meinem Zeug. So, ich glaube, das macht kein Feuer, ne? In der Form, dass es gleich hier alles ansteckt. Frage, was passiert, wenn ich jetzt hier mit dem Skermode abbaue? Dann sind nur die weg. Sehr gut. Okay. Lustig ist, ich brauche aber trotzdem alle bis auf den mittleren. Ich wollte es einfach nur mal wissen. Also, so. Wir brauchen erstmal noch einen Block zum Platzieren und dann kommt da der Laser Drill. So, also den könnt ihr entweder über Bedrock packen oder hier ins Void. Könnt ihr auch noch Furki reinpacken, um zu spezialisieren, aber wenn ihr ihn über dem normalen Boden macht, haut der sich durch. Das heißt, der natürlich ist es wieder falsch rum. Precharger.
Precharger. Precharger. Precharger. So. Die Dinger haben noch 1000 F. Ein paar davon. So. Das Ding hat eine Work. Okay, wir haben ein bisschen was. Dann brauchen wir jetzt mal Cornwich. Chest. Brauchen wir mal ein Chest. Sonst wäre es nichts. Diamond. Diamond Chest, Diamond Chest, Diamond Chest. Wo ist die Diamond Chest? Da ist die Diamond Chest. Okay, wir brauchen eine Gold Chest. Das haben wir hoffentlich hier. Nein, falsch. Nein, falsch. Nein, da. So. Gut, wir total durcheinander. So. Das einmal oben drauf. Damit er das Ding auch wohin packen kann. Öffnet die eigentlich immer, auch wenn ein Block drüber ist? Ich glaube nicht, ne? Jetzt habe ich die Capacitor Banks weggepackt. Vibrant. Vibrant. Wir brauchen nur vier. Eine hier, eine da, eine da und eine da. So. Wie wir jetzt sehen, es zieht relativ viel Power. Also es zieht genau so viel, dass ich einen Reaktor bräuchte. Tschüss. Also wir bräuchten theoretisch einen ganzen Reaktor. Damit das funktioniert. So. Damit wir es konstant dauerhaft Ewigkeiten ausführen lassen können, weil das Ding wird jetzt nur ganz kurz laufen. Es sei denn, wir machen natürlich eine geringe Stromquelle und lassen es halt sehr lange laufen. Was ich nicht unbedingt möchte. Ich möchte gerne schnell, ich weiß nur nicht, falls einer von euch weiß, welchen Fuki brauchen wir? Ich weiß nicht, für welchen wir da genau brauchen werden. Das wäre schön, wenn das mal vielleicht mal jemand sagen könnte. Dann können wir nämlich noch so ein paar von diesen Foki machen. Und das dann nutzen. Vielleicht ist das besser. Mal schauen. Also wäre schön, wenn ihr das mal schreiben könntet. Dann und ich will mal kurz was testen. Okay, wir kriegen ordentlich Schaden da drin. Ich wollte es nur mal wissen. Also unser Runic Shield hält aber schon mittlerweile ein bisschen was ab. Aber ich möchte es trotzdem eigentlich noch stärker haben. Nur muss ich mal schauen. Naja, gut. So, danke auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir uns vielleicht beim nächsten Mal wiedersehen. Steel Ore. Ah ja. Wo sich gar nicht das Stahl natürlich vorkommt. Mal gucken, vielleicht finden wir noch den passenden Foki. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Project Unstable. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.